Sempach, die kleine Stadt am See, wurde vor bald 800 Jahren von Habsburg gegründet. Im Mittelalter war Sempach ein lokales, habsburgisches Verwaltungszentrum. Ein Umschlag- und Zollplatz an der Verbindung von Norden nach Süden. 1386 trat Sempach ins Burgrecht mit der aufstrebenden Stadt Luzern. Bilder aus Sempach gehen in die ganze Welt. Zu den Zeugen aus alter Zeit gehört der südliche Zugang zur Stadt, das Luzerner Tor. Das Rathaus, ein Fachwerkbau, wurde 1474 errichtet. Es hat weitgehend seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Das gotische Original des Löwen steht im Rathausmuseum. Die ehemalige Tuchlaube beherbergt zahlreiche Zeitzeugen aus der Stadt- und Siedlungsgeschichte von Sempach. Liebe junge Bürgerinnen, liebe junge Bürger, der prächtige Bürgersaal dient der Eigentümerin, der Korporation, als Versammlungsraum. Darüber hinaus wird er rege für festliche Anlässe genutzt. Hier zum Beispiel für die Jungbürgerfeier. Auch andere historische Bauten bieten Raum für kulturelle Anlässe und Aktivitäten. Sohn mit der Glückshube. Siehst du den hellen Fleck? Meister! Männer! Traditionellerweise trifft sich die Kriegergruppe vor der Gedenkfeier zur Schlacht im Hexenturm zum Stamm. Die Kirche St. Martin auf Kirchbühl wurde um das Jahr 1000 gebaut. Sie gilt als ältestes Gotteshaus des Kantons Luzern. Ein stimmungsvoller Ort für die im Sommer stattfindende Serenade. Ein weiteres Kleinod. Die zur Erinnerung an die Schlacht bei Sempach erbaute Kapelle. Traditionen werden in Sempach seit jeher gepflegt. Er wohnt bei uns und alles ist gut. Er wohnt bei uns und alles ist gut. Der Auffahrtsumritt mit einer großen Anzahl Reiter und viel Fußvolk. Dieser Bittgang wird von der Auffahrtsmusik begleitet. Kanonenschüsse künden den frohen Leichnamstag an. Heute nicht irgendein Mensch, sondern wir feiern Jesus Christus. Beim farbenprächtigen Einzug ins Städtchen fehlen weder die Kanonen noch die Herrgottsgrenadiere, deren Vorfahren seinerseits unter Napoleon dienten. Abgeschlossen wird diese Feier mit der Segnung. Wir, Schultheiß und Rats der hochloblichen Stadt Sempach, ermahnen die lieben und getreuen Bürger und laden sie ein, mitzukommen zu der Feier
Oben auf dem Schlachtfeld, wo die getreuen Eidgenossen gegen den edlen Herrn Lüppold vor 605 Jahren ein blutiges Schlacht bestanden haben. Ich habe die grosse Ehre, Sie heute an diesem wunderschönen Tag zur 615. Gedenkfeier der Schlacht bei Sempach recht herzlich willkommen zu heißen. Alljährlich wird am letzten Junisamstag der Schlacht bei Sempach von 1386 gedacht. Ich habe euch gesagt, dass das für mich ein Tag der Begegnung war. Unter den Eidgenossen maßgeblich zum Sieg beitragen. Ich hatte so Bilder und Töne im Kopf. Weiß Gott, woher ich sie hatte. Die sagenhafte Blume Kalla erinnert an einen Ritter, der ihren Samen als Amulett unter seiner Rüstung trug. Er wurde im Hüsenrheinwald erschlagen und in einen Graben geworfen. Seither blüht dort die Kalla Jahr für Jahr. Zum Tag der Gedenkfeier gehört auch der Hellebardenlauf sowie das abendliche Städtlifest. Die Sempacher Bundesfeier ist weit über die Region hinaus bekannt. Traditionell findet immer im letzten Mittwoch im August der Städtlimärkt uns statt. Am ersten Adventssonntag zieht der Samichlaus ein. Der Schlüssel öffnet ihm symbolisch die Stadt. Soll ich dir Glück bringen? Sempach, ein überschaubarer und lieblich gelegener Ort. Hier sind die Grenzen zwischen Stadt und Natur fließend. Innovative Detailhandelsgeschäfte erlauben ein angenehmes Einkaufen.
Kompetente Dienstleistungsbetriebe ergänzen das vielseitige Angebot. Leistungsfähiges Gewerbe und Handwerk, die Landwirtschaft, modernste Industriebetriebe und diverse Institutionen bieten über 1000 Arbeitsplätze. In der Zentralschweizerischen Polizeischule werden zukünftige Gesetzeshüter ausgebildet. Im kantonalen Zivilschutzzentrum empfangen Dienstpflichtige ihre Instruktionen. Die Instruktion, wie man einen Baum fällen. Die Kleinsten beginnen mit ihrer Ausbildung vor der Haustür im nahegelegenen Kindergarten. Unter- und Oberstufenschüler erhalten ihre umfassende Grundausbildung in zentral gelegenen Schulanlagen. Das Alterswohn- und Pflegeheim Meierhöfli befindet sich in unmittelbarer Nähe des Städtchens mit prächtiger Sicht auf See und Berge. Hier fühlt sich die ältere Generation wohl. Die Schweizerische Vogelwarte hat den Namen Sempach in aller Welt bekannt gemacht. Das Institut am Sempacher See setzt sich für die einheimischen Vögel und ihre Lebensräume ein. Dieses Engagement wird von der naturliebenden Bevölkerung im ganzen Land unterstützt. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach wurde 1924 gegründet. Sie ist heute ein Forschungszentrum von internationaler Bedeutung. Darüber hinaus ist sie das nationale Informations- und Beratungszentrum in Vogelfragen. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr zur Vogelwarte. Im Informationszentrum und im Vogelwartegarten lernen sie die einheimische Vogelwelt vor Ort kennen. Sehr beliebt sind die Arbeitshalbtage für Schulklassen an der Vogelwarte. Einheimische und Gäste finden an der Seepromenade Ruhe und Erholung. Der See ladet zum Bade und zu vielen weiteren Wasservergnügen. Höhepunkt der Badesaison ist die alljährlich stattfindende Seeüberquerung. Wer etwas erleben will, kommt auf dem Fuchspfad voll auf seine Rechnung. Stationen sind das Mühlital, die Hexestagge, der Banditen- und der Römerweg. Der Steinebühlweiher wurde bereits im Mittelalter angelegt. Sein Wasser sicherte den Betrieb von Mühlen, Sägerei und Knochenstampfe. Heute ist er Teil eines beliebten Naherholungsgebietes mit angrenzendem Vita-Parcours.
Zahlreiche Gasthäuser laden zum Verweilen. Einheimische und fremdländische Spezialitäten erfreuen selbst verwöhnte Gäste. In der Galerie an der Gerbegasse, der ehemaligen Sust, stellen Kunstschaffende ihre Werke aus. Das Teddybär-Museum ist weit und breit einzigartig. In der Festhalle finden Veranstaltungen jeglicher Art statt. Insbesondere dient sie auch als Bühne für die weiterum bekannten Aufführungen der Theatergesellschaft. Jetzt müsst ihr das mitnehmen. Zwei Tröpfchen fürs Bleistift und wir haben ein Zahnbürstchen. Rasiert, habe ich rasiert die ganze Nacht. Ich bin halt nicht so eine faule Kei wie du, nur am Tag arbeiten. Das muss es so sein, das ist normal. Aha, normal ist das. Also gerade gut, wenn der immer noch nicht aus hat, Galabach. Attraktive Angebote zahlreicher Vereine bieten Abwechslung und fördern den Zusammenhalt. Vom familienfreundlichen 4-Stern-TCS-Campingplatz gelangen die Gäste direkt zum See, in das Strandbad oder via Seepromenade ins nahegelegene Städtchen. Viele Campingfreunde aus aller Welt verbringen ihre Ferien seit Jahren in dieser Oase am zentral gelegenen Sempacher See. Weißt du was? Ich bin der König der Fisch. Danke vielmals, dass du mich freigelassen hast. Ich mache dir dafür ein Geschenk. Wo lässt sich die Freizeit schöner verbringen als in dieser herrlichen Landschaft am oberen Sempacher See? Sempach liegt direkt an der A2. 10 Minuten von Luzern und 1 Stunde von Zürich, Bern oder Basel entfernt. Willkommen im Herzen der Schweiz.